Ich heiße Andrea, bin 7 Jahre alt und lebe in Südamerika. Im SOS Kinderdorf, Quito, in Ecuador. Jetzt führe ich euch mal herum. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Schrank. Das ist mein Bett. Und das ist mein Nachttisch. Am Morgen stehe ich auf, ziehe meine Schuluniform an, ich putze meine Zähne und kämme mir die Haare. Dann frühstücke ich. Dann gehe ich in die Schule. Ich stelle euch mal die anderen vor, die hier wohnen. Das ist meine Mama. Das ist mein Bruder Roni. Das ist meine SOS-Schwester Kelly und Aliso. Das ist Ariana. Insgesamt sind wir 9 Kinder. Wir sind eine Familie. Aber nur einer ist mein echter Bruder, der Marlon. Er ist 1 Jahr jünger als ich. Ich kannte ihn schon als Baby. Mama Glenda und die anderen kenne ich erst seit 4 Jahren. Da sind Marlon und ich hierher gekommen, weil meine echte Mama sich nicht richtig um uns kümmern konnte. Auch die anderen Kinder haben alle eine Mama und einen Papa. Die kommen auch manchmal zu Besuch oder wir gehen am Wochenende zu ihnen. Mein Schulweg ist ganz schön weit und deswegen muss ich immer schon um 6:30 loslaufen. 2 Sachen gibt es bei uns ziemlich viel. Müll und Hunde. Viele laufen frei herum, bellen tun nur die Eingesperrten. Aber das ist nicht gefährlich. Die sprechen so mit uns. Die wollen raus und spazieren gehen. Die wollen mit anderen Hunden spielen. Und die wollen Abfälle fressen. Und ich würde gern so ein Stück Torte essen. Aber Maria sagt, wir sind schon spät dran. Beim Busch stehen mal wieder jede Menge Leute an. Da müssen wir auch noch mal warten. Und die Hunde sind mitgekommen. Die wollen Tschüss sagen. Im Bus ist immer ein totales Gedränge. Wir fahren zwar nur 4 Stationen, aber ich bin froh, wenn die Fahrt vorbei ist. Jetzt müssen wir aber noch mal ganz schön weit laufen. Manchmal ärgern uns hier ein paar Jungs aus der Schule. Aber gegen meine große Schwester haben die keine Chance. Sie hat keine Angst, sie kann nämlich boxen. Ich mag meine Schule. Wir tragen alle eine Uniform in meiner Lieblingsfarbe. Und die ist rot. Jetzt ist es 6:50 und der Unterricht beginnt. Ich bin in der 2. Klasse. Heute lernen wir Worte. Die Lehrerin zeigt Bilder. Und wir sollen sagen, was darauf ist. Das Gelbe mit 4 Beinen. Ich weiß es. Ein Hund. Meine Lehrerin ist sehr nett. In der Pause will sie heute meine Hausaufgaben ansehen. Hoffentlich habe ich keine Fehler gemacht. Dann kann ich auch gleich raus und herumtoben. Sie hat schon fast alles gesehen und mich gelobt. Und jetzt soll ich vorlesen. Das Radio ist gelb. Er grüßt mich stets mit einem Lächeln, weil er mir vertraut. Die Lehrerin hat sehr gut gesagt. Das muss ich unbedingt Mama Glenda erzählen.
Und jetzt schnell raus aus der Uniform. Mama Glenda hat schon wieder was Tolles gekocht. Hab ich einen Hunger? Ich mag am liebsten Reis, Nudelsuppe, Schokolade und diese Suppe. Und du, Marlon? Tut mir leid, mein Bruder hat gerade den Mund voll. Oh je, ein Gewitter. Und Maria geht trotzdem in den Boxunterricht? Sie hat wirklich fast nie Angst. Aber ich. Bei Mama Glenda in der Küche fühle ich mich sicher. Ich helfe ihr sowieso gerne. Auch wenn es donnert und blitzt. Aber heute haben wir keine Hausaufgaben, weil Freitag ist. Wir wollten doch einen Ausflug machen. Ich weiß nicht. Mama Glenda tut so, als würde sie den grässlichen Donner nicht hören. Und meine Brüder auch. Liebe Sonne, komm bitte schnell wieder raus. Die Sonne hat mich erhört. Der Regen ist vorbei. Es ist gleich alles wieder trocken. Und wir können doch noch unseren Ausflug in die Stadt machen. Nur Marlon, ich, Mama Glenda und Viktor, der SOS-Kinderdorffahrer. Unsere SOS-Geschwister sind von ihren Eltern übers Wochenende abgeholt worden. Wir sind nächste Woche dran. Dann sehen wir unsere Mama wieder. Auf Quito schaut die Jungfrau mit dem Drachen herab. Unsere Altstadt ist ein Weltkulturerbe und steht unter Denkmalschutz. Hier gibt es viele kleine Gassen ohne Autos. Man kann Hula Hoop machen und andere Spiele spielen. Und hier kann man viele schöne kleine Geschäfte finden. Mit tollen Sachen. Mama Glenda will mit uns eine Frau besuchen, die auch in unserem Kinderdorf groß geworden ist. Sie heißt Nancy und hat jetzt mit ihrem Mann einen Hutladen. Und die machen die Hüte auch selbst von Hand. Nancy hat eine richtige Überraschung für uns. Wir dürfen uns verkleiden. Wie in alten Zeiten. Und dann macht sie ein Familienfoto von uns. Also ich muss schon sagen, es sieht so aus, als wäre Marlon, Mama Glenda und ich schon ganz schön lange eine richtige Familie. Oder? Und ich hoffe, dass es noch ganz lange so bleibt. Jetzt habt ihr einen ganzen Tag in meinem Leben miterlebt. Viele Grüße sendet euch eure Andrea aus dem SOS-Kinderdorf Quito in Ecuador.